Herzlich willkommen zum Tutorial Suche nach Zeitschriften zu einem Fachgebiet. Möchten Sie sich einen Überblick verschaffen, welche Zeitschriften es zum Beispiel zur Geschichte des Mittelalters oder zur Astrophysik gibt, stehen Ihnen folgende Datenbanken zur Verfügung. Die elektronische Zeitschriftenbibliothek, die Zeitschriftendatenbank und das Web of Science. Eine Datenbank können Sie schnell im Bibliotheksportal Primo aufrufen. Wählen Sie den Suchraum Datenbanken und geben Sie den Titel der Datenbank hier EZB ein. Klicken Sie dann auf Online-Ressource. In der Detailansicht folgen Sie dem Link zur Ressource. In der EZB wählen Sie die erweiterte Suche. Hier können Sie das Fachgebiet Geschichte und das Stichwort Mittelalter Sternchen als Suchkriterien festlegen. Das Sternchen steht als Platzhalter für alle denkbaren Endungen des Stichworts, zum Beispiel mittelalterliche oder mittelalterforschung. Starten Sie die Suche. Sie erhalten eine Zeitschriftentitelliste zu Ihrem Fach. Achtung! Diese Liste umfasst nicht alle Zeitschriften zu diesem Thema, sondern nur die, bei denen das Wort Mittelalter in der Titelbeschreibung auftaucht. Durch die grünen, gelben und roten Punkte am Zeilenanfang sehen Sie sofort, ob die Freie Universität Zugriff auf die elektronischen Volltexte anbietet. Rufen Sie die Zeitschriftendatenbank, kurz ZDB, im Bibliotheksportal Primo auf. Wählen Sie die erweiterte Suche. Legen Sie dann DDC, Dewey Decimal Klassifikation, als Suchkriterium fest. Das ist eine Wissenschaftssystematik, die den wissenschaftlichen Disziplinen und deren Gliederungen Ziffernfolgen zuordnet. Klicken Sie in das Suchfeld, um die Auswahlliste angezeigt zu bekommen. Wählen Sie zum Beispiel Geschichte Deutschlands, Nummer 943 aus. Ergänzen Sie das Stichwort Mittelalter und starten Sie Ihre Suche. Sie erhalten eine Zeitschriftentitelliste, die ebenfalls das Thema nicht vollständig ausschöpft, da wieder das Stichwort Mittelalter in der Titelbeschreibung enthalten sein muss. Wiederholen Sie die Suche bei Bedarf mit anderen Stichworten. Wenn Sie auf einen interessanten Titel klicken, können Sie herausfinden, in welchen deutschen Bibliotheken diese Zeitschrift angeboten wird. Rufen Sie das Web of Science im Bibliotheksportal Primo auf. Da das Web of Science aus etlichen Teildatenbanken besteht, wählen Sie die Web of Science Core Collection als übergeordneten Einstieg aus und folgen Sie in der Detailansicht dem Link zur Ressource. Die Startseite des Web of Science bietet eine typische Suchmaske zur thematischen Suche nach Zeitschriftenaufsätzen an. Für die Frage, welche Zeitschriften gibt es zu einem Fachgebiet, beispielsweise zur Astrophysik, ist die Teildatenbank Journal Citation Reports geeignet. Wählen Sie diese per Mausklick aus. Die Journal Citation Reports bieten wieder mehrere Rechercheoptionen an. Wählen Sie Browse by Category für die Suche nach dem Fachgebiet.
Sie sehen eine Liste von Categories, das heißt Fachgebieten, sortiert nach der Anzahl der enthaltenen Zeitschriften. Achtung, hier werden leider nur Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften berücksichtigt. Die Geistes- und Kulturwissenschaften fehlen. Zur Suche nach einem Fachgebiet wie Astrophysik klicken Sie auf Select Category. Markieren Sie in der Liste Astronomy and Astrophysics und klicken Sie auf Submit. In der Sachgruppe Astronomy and Astrophysics befinden sich 69 Zeitschriften. Achtung! Das Web of Science enthält nur eine Auswahl von als qualitativ hochwertig angesehenen Zeitschriften pro Fachgebiet. Klicken Sie auf die Anzahl, um die Titelliste zu sehen. Die Zeitschriften sortieren nach dem Impact-Faktor, der aus Zitierhäufigkeiten errechnet wird. Das heißt, die Zeitschriften, die am meisten Aufmerksamkeit finden, stehen am Anfang der Liste. Möchten Sie Details zu einer Zeitschrift ansehen? Klicken Sie auf den Titel. Sie erhalten Informationen zur Zeitschrift. Die Möglichkeit, durch Klicken auf Go to Journal Table of Contents, das Inhaltsverzeichnis und, soweit ein Zugang für die freie Universität existiert, auch den Volltext aufzurufen. Der Journal Impact Factor für 2018 wird berechnet, indem man die Anzahl der Zitationen auf in 2016 und 2017 publizierte Artikel durch die Anzahl der in 2016 und 2017 veröffentlichten Artikel teilt. Er ermöglicht einen Vergleich von Zeitschriften nach Zitierhäufigkeit. Achtung! Sinnvolle Vergleiche sind nur innerhalb eines Fachgebiets möglich, da sich Publikations- und Zitierkultur der Disziplinen stark unterscheiden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.